Weiße Juwelenjagd, die zweite. Wir haben sie das letzte Mal nicht alle gefunden. In den anderthalb Minuten. Ich hoffe, das läuft diesmal besser. Das hoffe ich auch. Nee, das ist schon mal ein guter Start. Winkeltechnisch nicht so gut. Also Navi ist da ja wieder grün unterwegs gewesen an der einen Stelle. Ja. Deswegen probiere ich jetzt mal ein bisschen songtechnische Unterstützung. Hm. Vielleicht ist ja da was Nettes. Ist natürlich fies, wenn die so solche Tricks hier benutzen. Ja, vor allem einfach so Zeldas Wiegenlied. Und was ist, wenn jemand ohne Ocarina vorbeikommt? Okay, das war's nicht. Als nächstes probiere ich dann noch die Vogelscheuchenpolka. Also da vergeht ja zum Glück keine Zeit. Das wäre ja blöd, weil es geht dauert immer 10 Sekunden hier. Okay, alles wird grün. Okay, das hat alles überhaupt nichts gebracht. Was bin ich froh? Ich bin nicht so froh. Ja, ich auch nicht. Keine Idee, wie wir das lösen sollen. Du wirst überrollt. Nein, wirst du nicht. Hm. Ach komm, ey. Was machst denn du? Vorbeispringen. Aber warum? Was haben wir denn davon? Schöne Aussicht. Da waren wir aber schon. Okay. Ja, hier kommen Octogrep. So. Der kommt jetzt da auch runter. Die haben wir schon. Hm. Gehen wir kurz hier vorbei. Aha, war das vielleicht? Nee, war nicht. Dass es vielleicht ein unsichtbares Juwel wäre. Ja, das haben wir letztes Mal schon vermutet, aber keins gefunden. Aber andererseits gab es da jetzt auch ein, zwei so eine Deckendinger, wo die einfach gar nicht notwendig waren. Haben wir das letzte Mal? Nee, haben wir nicht. Okay. Sehr schön. War ja doch gar nicht so schwer. Nö. Gott sei Dank, nicht gleich schon wieder in der ersten Minute gefailt. Das mag ich ja immer besonders gerne. Ja. Ohne die rechten Hilfsmittel wirst du vor unlösbaren Aufgaben stehen. Oh. Welches Hilfsmittel meinen Sie denn da? Das könnten die Handschuhe sein. Die Titanhandschuhe. Die haben wir aber noch nicht, oder? Die haben wir noch nicht. Und warum sollten Probleme unlösbar sein? Ich meine, was kann man mit denen machen? Diese Wand hinter uns ist ein Riesen. Ja, okay. Genau. Block, den man verschieben kann, wenn man Handschuhe hat, weil man durch die Handschuhe stärker ist. Richtig. Videospiellogik. Also, dass man an bestimmten Seilen nur mit bestimmten Handschuhen. Okay, das war jetzt skillig, oder? Multikill. Dass man an bestimmten Seilen oder so nur mit bestimmten Handschuhen hochklettern kann, das wäre ja noch realistisch, weil man sich sonst die Hände aufscheuert oder so. So an einem richtigen normalen Seil kannst du ja auch nicht ohne Handschuhe so einfach hochklettern. Also es tut halt saumäßig weh. Okay, ja, das sehe ich noch als... Also da ist jetzt erstmal hier so ein Trollloch. Ja. Sonst nichts. Sonst nichts. Weil ich glaube, das ist wieder so eine... fiese Tür. Ja, die guckt so ein bisschen raus. Ja, genau. Ja, schön, dann wollen wir doch lieber da oben lang. In die Rutsche. Hui! Hallo? Ah. Schalter. Ach, das war jetzt die, die Tür, durch die wir nur kommen, wenn wir den Stein anheben. Ah, okay. Ja gut, das können wir ja noch nicht. Das können wir noch nicht? Lava. Warum fliegst du dahin, Navi? Willst du uns wieder irgendeinen schönen Shit zeigen? Vielleicht, mal gucken. Gibt's hier wieder Feen zum Aufbauen? Nope. Ist das unser Freund, die Vogelscheuche? Ja. Guten Tag. Also es ist quasi unsere Abkürzung. Mhm. Aber okay.
Also durch die Tür jetzt rechts kommen wir nicht. Genau. Blende die Augen der Statue. Ja, lass mich bitte einfach mal auswählen, dann mache ich das. Okay, also müsst ihr die ganzen Augen kaputt schießen. Wahrscheinlich auch in einer gewissen Zeit oder so, ne? Ja, das könnte sehr gut sein. Oh Mann, ey, wie hart. Ja, schön. Das ist noch der letzte. Also die Sekunde muss er dir ja wohl noch geben. Oh, der war doch getroffen. Eigentlich war der drin, ne? Super. Sehr schön. Auch das wieder sehr, sehr skillig. Ja. Was ist da los, Fabian? Ich weiß nicht. Wie fühlt sich das an, so gut zu sein? Mal. Irgendwie komisch. Ich sollte damit aufhören. Ja. Hier habt ihr es zuerst gehört, also. Wenn es jetzt demnächst wieder bergab geht. Kamera! Und es ist... Ein Schlüssel. Ein Schlüssel. Dankeschön. Drei Stück. Top. Schlüssel finde ich schön. Und jetzt nehmen wir Mr. Abkürzung. Ich habe gesagt, wir nehmen Mr. Abkürzung. Siehst du, bringt schon was, dass wir die Vogelscheuchenfolger gelernt haben. Ja. Wahnsinn. Ich krieg mich kaum noch einfach. Ich auch nicht. Okay. Hurra! Da gibt es auch eine Kiste mit wahrscheinlich schlüsselartigem Inhalt. Schlüssel. Sehr schön. Wunderbar. Aber war dann gleich hier oben? Nö. Irgendwann ist über uns nämlich auch noch eine Zielscheibe, die wir benutzen können. Mhm. Und auch, glaube ich, müssen. Nur wenn ihr euch fragt, warum ich die ganze Zeit... Oh, da wäre noch ein Abgrund gewesen. Ja, kleine Falle. Kleine Falle. Weißt du, da achten wir gar nicht mehr drauf. Da achten wir nicht drauf. Und da machen wir jetzt Hammer Time. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Der geheime Durchgang. Ist der unter dieser Feuerschnecke? Ist der unter diesem Flatterfalter? Nein. Flederfalter? Wie auch immer. Da ist Mana, mitnehmen. Nö. So. Danke. Aha. Aber wir sollen erstmal... Okay, ja. Kiste. Aber hier gibt es ja noch einen geheimen Durchgang. Wurde extra gesagt. Den wollen wir auf jeden Fall auch noch haben. So, erstmal. Pfeile. Waren zwar nur 5, aber... Geschenkten Pfeil schaut man nicht, ja. Schaut man nicht in den Schaft, ne? Richtig. Ja. So wie es heißt. Ach, guck, Pfeile. Und Pfeile. Sehr gut. Das war es nicht. Nein. Dann wird es irgendwo hinter den Teilen sein. Okay. Dann klopft sie alle weg. Ich klopfe sie. Und alle nur so. Kuckuck. Mit dem zweiten sieht man besser, ne? Mhm. Weißt du, da wollten sie uns jetzt nicht gleich verraten, wo die Tür ist. Aber wir wissen es natürlich trotzdem. Nicht. Also ich weiß es nicht. Aber ich dachte, du weißt es vielleicht. Ja, ich hätte gedacht, dass ich es weiß, aber... Einfach nur so, nope. Oh komm, jetzt geh hier einfach. Okay, geht noch von der Seite. Und auch da wieder kein Hinweis. Nice. Na, das war die Feuersäule jetzt in der Mitte. Ah. Schlüsselgalore. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Schlüssel. Ja, 5 Stück. Von der Seite. Von der Seite. Das merkst du doch mal. Aber 2 hast du noch. Da war es nicht. Also so kleine Türen gibt es ja auch nicht. Da war es auch nicht. Da war es auch nicht. Ich sehe jetzt aber auch keinen weiteren Durchgang. Und oben an der Decke, dieses Ding in der Mitte, dieser Stein. Nee. Ist ja auch nichts, ne? Sieht dort nur anders aus. Aber. Ja. Okay. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Gehen wir durch diese Tür.
Das ist der geheime Gang? The secret one. Okay. Jetzt sind wir hier wieder. Juhu. Nun gut. Ja, dann gehen wir doch einfach mal raus und gucken, wie weit wir mit 5 Schlüsseln kommen. In dem super Labyrinth. Ist ja jetzt schon so ein bisschen nervig. Ist das alles wieder da? Und die Wände da lassen sich auch nicht kaputt machen, diese braunen hinter den Statuen. Nee. Also, oder sind vielleicht ein versteckter Durchgang da? Na, dann hat man sie auch gesehen mit dem Auge der Wahrheit. Aber guck mal. Naja, aber jetzt, wenn da was davor steht? Also ich meine jetzt hinter dir. Ja, ja. Du meinst... Also wenn du jetzt das da wegschiebst zum Beispiel, dass dann das siehst, dann das Auge der Wahrheit. Das war jetzt das Einzige, was ich mir... Wenn du meinst, ja, ja, da soll wirklich was sein. So viele Möglichkeiten gibt es ja nicht mehr. Okay, das Auge ist... Oder war das nur die Tür, die jetzt geöffnet wurde? Die Tür wurde auf jeden Fall geöffnet. Ja? Ja, ja. Die war vorher nicht offen. Da waren Stangen davor. Ja, aber das war nur, als ich die Gegner besiegt habe, oder? Ich weiß, es nicht. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Vielleicht, als wir reingekommen sind, waren Stangen davor. Ja. Na gut. Gehen wir einfach zum Eingang und wie gesagt, gucken wir, wie weit wir mit 5 Schlüsseln kommen. Das müsste ja jetzt eigentlich schon reichen. Wäre wünschenswert. Wäre sogar sehr wünschenswert. Mit 5 ist ja nun echt schon eine ordentliche Zahl. Ja, ist Rekord. Ist eine Wohnungsnummer, ne? Ja, wenn wir die jetzt einfach so eingesammelt hätten, ohne davor schon welche ausgegeben, hätten wir jetzt 7 oder so. Also, ja. Krass. Ach, Fabian. Ich bin traurig. Es sah doch so gut aus. Ich bin traurig. Über weite Strecken. Ja, und über kurze Strecken dann halt... Nicht mehr. So. Ah, Schlitter. Ach, diese Gleitstiefel. Weißt du, gleiten ist eigentlich immer was Gutes. So irgendwo reingleiten oder so. Gleitstiefel, Fluch oder Segen, wäre jetzt mein Schulvortrag darüber. Sehr schön, Dennis. Mhm. Darauf kriegst du von mir ein solides B. Das ist doch hier nicht in Amerika. Wir bewerten mit 1, 2, 3, 4. Das stimmt. B. B. Wie bescheiden. Ja. So. Ab ins Labyrinth. Guten Tag. Hm? Hättest du jetzt ein Herz noch holen können? Ja, ich wollte dann hier vorne wieder die Superfee. Superfee! Nehmen wir den langen Weg. Ja, warum auch nicht? Das schaffe ich auch bei meinem Smartphone nicht. Ich weiß, dass eine App irgendwie auf der linken Seite ist und ich mache dann trotzdem 3-mal nach rechts. Super Idee. Und warum? Weil du es kannst. Nein, weil ich doof bin. Achso. Dennis, merkt dir das auch endlich mal. Ich finde dich gar nicht doof, ich finde dich super. Ja, ich mich aber, wenn ich sowas mache, nicht. Mm. Okay, waren wir schon durch die linke? Nee, ne? Bevor wir dann wieder 2 Schlüssel ins Nirvana blasen. Ja, da waren wir schon. Oh, guck mal, hier Regen. Du hast ja auch gerade Regen beschworen. Ach so. Was denkst denn du dir? Das macht Sinn. Machst da schlechtes Wetter. Du hast den Regen mitgebracht, wie alte Leute immer sagen. Ja. Hast du wieder gutes Wetter mitgebracht, mein Junge, ne? Oder schlechtes. So, jetzt hier mal links die Tür auf. Schlüsselgalore. Ah, bald nicht mehr. Sind wir so gleich wieder los. Aha. Da oben ist ein Loch in der Decke. Und du denkst halt die ganze Zeit nicht dran, so, oi, Mensch. Hier sind die ganze Zeit so eine Gitter. Wo man halt auch klettern kann, na klar. Kannst du hier nochmal gucken mit dem Auge, ob hier noch irgendwas ist? Das ist oben. Ach so, da sind wir vorhin gewesen. Ja. Wo ich dann durchgeguckt habe. Hüpf. Aber 5. Ach, das wäre jetzt schon schön, wenn es auf, einfach klappen würde. Wenn es auf Anhieb klappen würde. 5 Rubine. 5? Ich sag nochmal Bomben. Ah, es waren sogar 50. Quasi die Bombe unter den Rubinen. Ja. 50 Stück. Jetzt können wir bald wieder fett einkaufen. Ja, was denn? Ich weiß nicht. Also wir können's, ja. Also wir haben sehr viel Geld. Wenn ich 500 Tacken auf dem Konto hätte, wäre ich jetzt sehr glücklich gerade. Wer nicht? Hab ich nicht. So, ja, guck mal. Jetzt ist das Portemonnaie gleich wieder voll. Aber vielleicht kriegen wir auch was ganz anderes. Zum Beispiel Bomben. Ah, nice. 20. Das Portemonnaie ist voll. Ja. Und nur 8 Überhang. So, da ist auch eine Truhe.
Wie kommen wir zu der? Wahrscheinlich außen rum. Aber ich sehe auch nur noch zwei Türen. Das könnte klappen. Oh, hinter dahinter ist jetzt auch noch eine Tür. Ja, also wahrscheinlich zwei. Aber wenn wir hier zurückgehen, dann ist da doch bestimmt ein Schlüssel. 5 Rubine. Schlüssel, Piesel. Ah. Heile. Gott sei Dank, wir hatten schon keine mehr. God fucking damn it. Außer der 40, die wir mit uns rumtragen. Ach, das ist alles so schön. Ja, nee, nicht wirklich. Das ist immer der Letzte. Das ist garantiert der Letzte. Natürlich. Wir werden nicht noch einen brauchen. Nein, dahinter ist auch gleich die Truhe. Die fette Megatruhe. Mit den Eispfeilen. Mit den Eispfeilen. Dennis, sag doch mal, wo ist sie? Nee, weiß ich nicht. Warum weißt du es nicht? Weil ich nicht. Ich verlasse mich so auf dich. Das ist nie. Nee, nicht bei Zelda und selten im Leben eine gute Idee. Ach, warum? Du bist doch sehr zuverlässig. Ich bin eigentlich sehr zuverlässig, aber nicht bei Zelda. Warum nicht? Das müssen wir ändern. Ja, weil sei doch mal Zelda zuverlässig. Bei Sachen, die ich nicht mag, nicht zuverlässig sein möchte. Aber du magst Zelda. Das willst du auf mich projizieren, aber das ist einfach nicht wahr. Ja, natürlich. Das ist einfach nicht. Ich projiziere gerne. Guck mal, da ist noch eine Kiste. Ja, ich probiere da außen rum und hoffe, dass da ein Schlüssel drin ist. Bitte. Pfeile? Jetzt sind wahrscheinlich die Bomben drin, die du vorhin haben wolltest. Nein! Pfeile, oh Gott. Geile Pfeile, aber ich will sie nicht haben. Grausames Schicksal. Ja, aber ist wahrscheinlich doch mal ganz woanders hin. Weißt du was, Dennis? Mhm. Scheiß auf Stolz und so. Kannst du einen Walkthrough laden? Ich will jetzt einfach wissen, wo dieser Scheißschlüssel ist. Das machen wir, aber erst in der Pause. Okay. Und holen den dann am Anfang der nächsten Folge. Ja, das ist gut. Bis dann. Macht's gut, tschüss.